praktisch, wasn't it? Well, good, good to see ya. So, wir nehmen keinen Schad leider. Oh, by the way, if you find any, they can be without. Bring him air. Nee, wir haben auch noch, glaube ich, die Waffe jetzt nicht updaten. Das ist doch alles okay. Oh, hello, you're back. Hallo. And in one piece. Ich habe gerade Aldrich gekillt. Now it's time I do my part. Na klar. You can keep the ring as. Okay, das ist der Ring. Was hast du denn Schönes im Angebot? Ah, hier, das sind doch die. Sind es die Pfeile, die ich haben wollte? Ja, Standard Arrow, genau, die wollte ich haben. Large Arrow für 50. Viele kann. 414, super. Dragonslayer Lightning, Alter, 500 Seelen, ey, heftig. Moonlight Arrow. Fire Arrow, die waren halt auch geil. Aber ich bleibe erstmal bei denen und kaufe davon 74. Goodbye. Goodbye, stay safe, danke. Ich frage mich immer noch, was da draußen abgeht, warum da diese komischen Geräusche sind. So, hast du noch was zu sagen, meine Freundin? Wahrscheinlich nicht. Ah, greeting, good tidings. My spouse is ready. The time is right to greet her. Wo? The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. Ah ja. So thou mayst a true monarch become. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Da bin ich wirklich gespannt, was uns jetzt erwartet. Londo Braille Divine Tome. Da habe ich schon. Okay. Purging Stone. Frage ist, was bringt ein Purging Stone überhaupt noch, wenn wir keinen dauerhaften Nachteil von Curse haben? Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Aber erstmal gehe ich meine Spouse begrüßen. Ah. Undead. Oh, schade. Ich hab gehofft. Travel nach Aldrich, Devourer of Gods. Bin ja mal gespannt, was es in der Dark Moon Chamber erwartet. Das kann ja nur scheiße sein. Das kann ja nur scheiße sein. Mal kurz. So. Wir fahren diesmal mit dem kleinen Aufzug. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum es hier zwei Aufzüge gibt, einen großen und einen kleinen, spielt mal Dark Souls 1. Dann wisst ihr es. So, ich bin heftigst gespannt. Okay, das sind hier zum Glück nur. Das sind nur Black Knight Statuen. Also ich hoffe, ich bin paranoid, ich greife die jetzt erstmal an. Da liegt aber nur ein Item. Da ist keine Andre. Sun Princess Ring. Das ist hier auch gar nicht der Dark Moon Chamber. Ich weiß, wo die ist. Aber Sun Princess Ring. Okay. Oder war das hier, was ich meinte? Das kann auch hier gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich letztens meinte mit, wo die Blume auf dem Altar lag. Ich bin mir gerade nicht, also auf der Erhöhung. Bin mir gerade nicht sicher. Aber wir gucken mal nach dem Ring. Dieser Ring ist, doch da ist er. Gradually restores HP. Ring associated with Guinevere. Guinevere, Princess of Sunlight and eldest daughter of Gwyn, the First Lord. The ring is vaguely warm, like a beam of sunlight, and gradually restores HP. Guinevere left her home with a great many other deities and became a wife and mother, raising several heavenly children. Tja, das klingt ja prinzipiell erstmal gar nicht so schlecht, oder? Ich werde aber gerade noch meine Rüstung wechseln. Und zwar möchte ich wieder etwas mit mehr
mit mehr Schutz vor durchschlagenden Schwertern. So, was ziehen wir denn da an? Die Brass Armor ist gar nicht schlecht. Pontiff Knight hat halt Dark und Lightning. Die wäre halt auch noch, die wäre auch noch nice, aber die hat. Oh, die hat wiegt 5 mehr, Alter. Ich zieh die gerade mal an. Mal gucken, wie weit ich komme. Pontiff Knight Gauntlets. Firewitch Dark Gauntlets. Silver Knight Gauntlets. Das sind die aber besser. Natürlich sind die besser, weil die auch weniger wiegen. Das ist keine große Kunst, ich weiß. Painting Guardian Waistcloth. Auch nicht schlecht. Black Knight Leggings. Pontiff Knight Leggings. Cathedral, Alter. 75 sind wir da, heftig. Brass sind wir auch schon drüber. Bleibt es ja unter Fallen Knight. Ja, wir nehmen halt die ab und gucken mal. So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt mal gucken. Da müssen wir einen finden, die so... Ja, toll, der da. 72,3, 72,5, Brass Helm. 74, 71. Jetzt ziehen wir den Brass Helm an und gucken mal hier, dass ich hier jetzt vielleicht eine... Die Brass Armor könnten wir halt anziehen. Die ist etwas schlechter, aber... Sonst habe ich keine bessere. Also was heißt bessere? Ich meine, ich kann jetzt auch die Fall Knight Armor nehmen, aber die hat halt mehr Strike Resistance, aber dafür weniger dem Rest. Und mehr Feuer und Lightning. Bei Lightning ist Item Dion. Ich ziehe Dion, genau. Ich ziehe Dion. Und gucken wir mal hier, was hat der? Gerade weil wir ja hier noch die Silver Knights haben. Ja, die Silver Knights haben, denke ich, ist das eine gute Lösung aktuell. Vielleicht können wir da sogar bessere Hosen anziehen. Cathedral 70,8, schade. Black Knight Leggings haben wir anziehen. Lothric Knight Brass Leggings können wir auch anziehen. Die sind halt auch besser, außer in Magic. Und dann zieh ich die Lothric Knight an. Ja, okay, laufen wir so. Mischmasch, aber was soll's. So, Visions of Bonfires. Bonfire haben wir gefunden. Wir gehen gerade nochmal hier hin. Und, es ist so eklig hier, dieser Schleim auf dem Boden. Das ist eklig. Wir gucken mal. Ich guck mal, dass ich jetzt hier die Deacons erstmal aus dem Weg räume. So, der ist wieder weggeflogen. Jetzt kann ich auch wieder das Shield of Wand anziehen. Weil ich mit meiner, aus der Regeneration zurechtkomme. Die Frage ist, was zur Hölle heult hier gerade so rum? Es ist ja widerlich. Ich hoffe, das sind nur die anderen. Was? Warum bin ich denn zu schwer? Hä? Ah, das Shield of One. Scheiße, das Shield of One ist schwerer. Ich hab's. Ah, okay. Dann müssen wir mal gucken. Lothric Knight, das sind vielleicht die schlechteren. Dann machen wir mal die Brass. So, wenn ich jetzt hier nochmal einen Bogen ausrüsten will, wie weit kommen wir denn dann? Naja, 73,5. Scheiße. Der wiegt 0,5, das ist Wurst. Na gut, ich lasse den Bogen erstmal weg. Was soll's. So, mal gucken. Die lasse ich jetzt auch erstmal außen vor. Ah, das sind die Dinger da, die jetzt runterfallen. Okay.
So, hier müssen wir jetzt mal gucken. In der Seite ist es einfacher, weil da... Ah ja, den einen Schlag trifft er natürlich noch, okay. So, wir müssen, glaube ich, nur vorne mit dem Aufzug runter. Wir sind schon bei der Dark Moon Chamber. Glaube ich. So, der kriegt erstmal einen Backstep ins Gesicht. Der Rest ist mir zu riskant. Oh, noch ein Backstep, jawohl. Ist er tot? Ne, ist noch nicht tot. Jetzt aber, danke. Und ein Titanite Shard. So. Okay, das heißt, wir müssen mit dem jetzt, glaube ich, wieder... Ist die Frage, ob wir mit dem ganz nach unten fahren müssen. Ich glaube schon. Meine Message wurde gerated. Cool. Capture doesn't move. Kann ich vielleicht von hier? Ja. So. Wir fahren einmal nach unten und müssen in die Dark Moon Chamber. Wartet Henry auf uns. Ich bin gespannt. Es geht doch in die Hose. Irgendwas funktioniert da vorne. Das hier vorne müsste die Darkroom Chamber sein. Der war vorher nicht da. Welcome, our gracious Lord. Your spouse awaits you. You are very near. Ich fühle mich unwohl. Please take the sword of avowal. May you be the truest Lord of Londor yet. Lord of Londor? Sword of avowal. Okay. Your spouse, may. May you be the truest lord yet. Ich bin gerade verwirrt und perplex. Ich finde das alles seltsam. Wo ist denn das Sword of Avowal? Oh, das ist bestimmt ein Key oder sowas, gell? Ja. Rite of Wedlock gives birth to a true hollow lord. Ceremonial Sword of Londor cannot be equipped as a weapon. It is said that a rite of wedlock will presage a true hollow lord. Your spouse's name is Andri, who patiently awaits a rightful lord deep within the mausoleum. Ich hab Angst. Haben die umgebracht? Die haben die jetzt nicht umgebracht, oder? Alter. Alter, warum? Atmet die noch? Alter, wie krank ist das denn?
Alter, wie krank ist das denn? Immer so nett. Erst Horace gekillt und jetzt... Alter. Ach, Junge. Ja, Sadness trifft es ganz gut, ja. Ich will es auch nochmal runter. Vielleicht finden wir nochmal eine gute Nachricht, die wir hinterlassen können. You don't deserve this, ist eigentlich nur... eigentlich eine gute Möglichkeit. Ja, you don't deserve this. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, wir haben jetzt 3 Dark Sigils bekommen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Accumulates curse. A black gaping hole in the flesh that resembles the brand of an undead. The darkness of humanity seeps from this bottomless pitch black hole, the gap filled by the accumulation of the curse. This dark sigil will never heal, but there's a tale told of a firekeeper who returned from the abyss and brought great comfort to a bearer of the curse. Okay, Alter, Henry, das tut mir jetzt sowas von leid, einfach nur. Wir mussten ja noch ein Schwert ins Gesicht stecken. Er ist doch asozial. Und dies ist auch tot. Was zur Hölle? Chamäleon. Das ist ein Zauber. Transforms into something inconspicuous. Lost sorcery from Ulyssel. Land of ancient golden sorceries. Transforms into something inconspicuous. Inconspicuous, so rum. Far from formally developed, this magic was instead born from the mischief of a young girl who sought relief from the solitude of the woods at dusk. Part 12. 12 Intelligenz. Ulyssel. Wer Ulyssel nicht kennt, spielt mal Dark Souls 1 mit DLC. Okay, meine Laune ist gerade irgendwie... Ach so. Hiding place ahead. Could this be a victory? Ja, die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt? Nee! Tschüss. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid, aber ich gehe. Tschüss. Ja. Da geht ja nicht lang. Dette ist mir jetzt zu blöd. So, ich fahre das Ding nochmal hoch. Und wir hätten jetzt auch gerade hier rüber gehen können. Oder wir hätten noch Homeward-Bohnen. Wir können auch Homeward-Bohnen nehmen. Das sage ich jetzt. Das wäre jetzt wesentlich sinnvoller gewesen. Aber hier vorne ist ja. Falsche Seite. Hier vorne ist ja gleich ein Bonfire, von daher. Alle Dude, alle Dude. Okay, ich bin jetzt der True Dark Lord oder der True Lord of Lon
Ich bin der True Lord of Londo. Ich hätte jetzt eigentlich mich nicht hinsetzen sollen, ne? Scheiße. Ich kann ja auch einfach hinreisen, was kommt. Was soll's. Ich will jetzt nämlich nochmal wissen, ob sich da oben jetzt was verändert hat. Das ist das nicht der Thronraum oder sowas? Ich guck mal, ob sich was verändert hat. Einfach nur Interesse halber. In unserem schicken Thronraum. Wenn es ein Thronraum ist, ich bin mir nicht sicher. Aber nee, es hat sich nichts verändert. Ich meine, allein dieses Kissen sah ja schon aus, wie groß diese Person sein muss, die hier gewohnt hat. Okay. So, da springe ich jetzt nicht runter. Wir wissen, wie das ausgeht. Kriege extrem viel Damage. So, ich gehe jetzt erstmal zum Firelink-Shrine, weil ich will jetzt wissen, was das damit auf sich hat. Irgendwas müssen wir doch jetzt machen können. Ich meine, okay, die Questreihe mit Horus und Enry ist jetzt wahrscheinlich vorbei, weil Enry ist jetzt... Naja, sie ist... Klingt assi, aber sie ist jetzt unsere Frau geworden. Wir haben sie umgebracht und sie wurde unsere Frau.